Willkommen zum Training Day in der Let's Play Liga. Den gibt's immer mittwochs bei uns auf dem Kanal und ich würde sagen, heute fackel ich nicht so lange und wir schalten direkt mal rüber ins Training. Oh. War Absicht, war Absicht. Das war ein Item und den kann man nämlich auch mit Ducken ausweichen, was du meinst. War halt absichtlich. Wie mache ich diesen Hook? Also den Schwinghook, ja. Den benutzt du auf diesen weiß markierten Decken mit X. Mit X, okay. Ja, der muss nämlich gedrückt halten und wenn du loslässt, lässt er auch den Schwung los. Die Items benutzt du mit B. Okay. Ja, Walljumpen kannst du. Wenn du nämlich A gedrückt hast beim Walljumpen, dann slidet er ihn so hoch. Okay. Das ist die Bombe. Genau, die kannst du auslösen. Ah. Ja, du hast noch eine Bombe. Hab ich noch eine? Brauch ich jetzt halt nicht. Du behältst die Items, wenn du stirbst. Und hast also so einen kleinen Sperr-Count. Okay. 2 Sekunden, um den zu benutzen. Ja, das ist ein Schild, der schiebt Gegner weg. Aha. Nach hinten, wenn du vorne bist, aber auch nach vorne, wenn du den von hinten benutzt. Ja. Ich drücke immer X für Y. Oh, hast mich doch noch erwischt, okay. Ich check Xbox nicht. Ich weiß nie, wo die Knöpfe sind. Hat gespielt? Natürlich. Auch schon mal gerade ab. Ja. Dann muss ich ja nicht ganz so viel erklären. Mit dem Ding bin ich aber noch nie gefahren. Ich spiele immer mit meiner Cousine, habe ich immer gespielt. Wir haben immer so viele Nintendos gehabt, so Gamecube und alles Mögliche. Und da habe ich immer Mario Kart gespielt und die hat halt eine Wii U. Und da haben wir das neue Mario Kart ein paar Mal gespielt schon. Das heißt, du kennst auch alle Items. Ja, ich denke schon. Wenn nichts Neues dazu ist, kommt das wirklich, was ich nicht kennen sollte. Aber ich glaube, ich kenne alles. Also die Map kenne ich auf jeden Fall. Das ist eine alte. Ich glaube, die ist sogar vom Gamecube noch. Oh, das war blöd. Ja, klar. Schiffen hast du ja schon drauf, wie ich sehe. Hast du irgendwie Favoriten als Charaktere, wenn du das mal fährst? Ich glaube, den gibt's hier gar nicht mehr. Den Knochenkuper. Den bin ich immer gefahren. Den gibt's nicht sogar wirklich mehr. Den gibt's nicht. Davor bin ich, was bin ich davor immer gefahren? Ich glaube eh meistens Toad. Oder sogar Mario. Beziehungsweise es kommt halt voll aufs Spiel an. Es gab ja echt, oh Gott, das war blöd. Es gab echt viele verschiedene Mario-Spiele, Mario Kart-Spiele, ja. Und da gab es auch verschiedene Charaktere. Zum Beispiel eben Baby Mario und Baby Luigi gab es im Double Dash, also für den Gamecube das. Okay. Wir werden sehen. Was mache ich denn? Ich bin voll verwirrt mit dem Gamepad noch, aber ich glaube, das krieg ich schon noch hin. Alter, scheiß Xbox. Das Einzige, was halt mega abfuckt, ist, dass man. Hat man automatisch zielen? Ja. Oh, mein Gott. Das ist LB, also so anzielen, ne? Jetzt bist du unsichtbar, das ist deine Special-Waffe. Und mit Diana musst du nicht töten, du musst einfach nur durchlaufen. Aha, okay. Sehr gut. Die Tarnung hält nicht ewig. Behalten Sie Ihre Tarnungsanzeige unten links im Auge, um zu wissen, wie lange Ihnen noch bleibt. Sie können mit einem Nahkampfangriff aus nächster Nähe lautlos töten. Nähern Sie sich dem Ziel für den Nahkampf. Bei einem Nahkampfangriff von hinten richten Sie den Gegner hin. Ein frontaler Angriff ist zwar deutlich zeitsparender, jedoch auch wesentlich gefährlicher. Ziehen Sie Ihre Waffe, um fortzufahren. Come on.
Leute, lebt er immer noch. Hat noch so eine extra Last oder was? Ah ne, der explodiert oder was? Wenn das. Ja, das ist die Last Word. Kämpfe gegen Titans sind sogar mit der richtigen Bewaffnung gefährlich. Ich auch. Das, was Ben gesagt hat, ist noch, glaube ich, ganz interessant. Dass man aus seinem Titan raus kann und der dann auch kämpft. Du kannst den Titan auch als Waffe nehmen. Also du kannst deinen Titan fordern, dann kommt dieses grüne Feld. Ja. Und wenn dann ein Gegner besteht oder der gegnerische Titan, dann wird er davon erschlagen. Ist die da drinnen? Wallbanks oder so gibt's nicht, ne? Die gibt's leider nicht. Das war's mit dem Training Day. Und ihr, ne, mit mir gemeinsam müssen jetzt erstmal den Kanal abonnieren. Ich habe das jetzt schon gemacht und ihr müsst jetzt nachziehen, damit ihr am Samstag den Kampf nicht verpasst. Denn da sehen wir uns auch wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und sagt, ja, wahrscheinlich wird das ein geiles Match am Samstag. Ciao, ciao.